Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Montagmorgen. Einen wunderschönen. Wir haben eine neue Woche gestartet. Wir sehen eine neue Woche gestartet. Und das heißt auch wieder weiter geht's mit den Arbeiten auf der Stappenbach. Und dann machen wir jetzt auch schon gleich weiter. Soweit ich weiß, müssen wir unser wunderschönes Feld 85 pflügen. Gucken wir nochmal nach. Ja, muss gepflügt werden. Denn da war ja, wer sich noch daran erinnert, Mais drauf. So, und ja, ich habe jetzt auch die Gangschaltung hier mit drauf gemacht. Auf der Gemeinderade habe ich sie ja schon ausprobiert. Mal. Also noch nicht in den Folgen, die jetzt ihr gesehen habt, aber die demnächst kommen werden, habe ich sie ausprobiert. Und ja, habe tatsächlich wieder ein bisschen Spaß dran gefunden. Okay, das, da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Wir müssen irgendwie an den tiefen Locker da hinten kommen. Und da muss ich jetzt gucken, wie ich da reinkomme. Weil da steht ein Xerion im Weg. Und das aber geht. So, zack. Schaut. Oh lol. Alter, geht aber schon ganz gut. Geht aber schon ganz gut in die Federung da hinten. So. War knapp, aber ging noch. So. Der Baum. Nee, nicht so ganz. Leicht berührt haben wir. Auch nur minimal. Also, ich glaube, haben wir gar nicht gespürt. So. Unser ehemaliges Loch, was immer noch da ist. So. Klappen wir mal auf. Oh, warte mal. Jetzt rückwärts gerne rein tun, um rückwärts zu fahren oder rückwärts fahren zu können. So. Ist nur die Frage, wollen wir da vorne einmal drüber düngen? Ich würde sagen, ja. Ist mir gerade nochmal eingefallen, denn den müssen wir später nicht nochmal düngen. So. Das haben wir ja schnell, dann nehmen wir uns. Ah, Hänge. Schnell schon hier, weil der steht schon vorm Stürmerstreuer. Ich hoffe mal, ich habe dran gedacht, dass ich da schon gleich mal Dünger. Ja, perfekt, Dünger ist schon drin. Ah, geht ein bisschen, geht da hinten, oder ein bisschen stark geht da hinten runter, aber geht noch. So, hier hoch. Das Loch ganz gut umfahren, weil sonst heben wir vorne komplett ab. So. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, wir haben dafür einen Kurs. Ja, immer nach. Feld 85. Ja, es wird 85, dann muss ich hier gerne mal. Okay, wir haben nicht, haben hier irgendwo. Doch, da sind wir schon. Düngenfeld 85, da haben wir ja, den kann man aber auch gleich mal einordnen. Darin. Dann mache ich mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber Düngenfeld 85 hat geladen. Jo, sieht gut aus. Oh ja, Dünger wird angenommen, das passt. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, funktioniert auch. So, dann hole ich mir mal schnell ein Fendt hier wieder ran, dass der dann gleich mal loslegen kann zum Fliegen. Dann läuft zum Glück noch. So. Handbremse raus. Senken wir das Timer und gucken. Funktioniert. Oh. Ja, Allrad brauchen wir auf jeden Fall. Oh ja, das sieht gut aus. Das funktioniert auf jeden Fall. Aber wir haben auf jeden Fall hier keinen Kurs dafür. Das heißt, wir machen einen neuen. 85. Rundherum. Vorgewende machen wir. Ja, zweimal müsste rein, das sind dann 12 Meter. Das passt. Soweit ich höre, hat der Ding nur 6 Meter. Das heißt, wir machen. Ja, 6 passt. Oder? Ja, das zeigt jetzt zwar 6,2 an, aber wir bleiben bei 6 Metern. Im Uhrzeigersinn, das passt. Den zeig mal an. Joa, das sieht doch gut aus.
Mal kurz was gucken. War ich die Musik lauter? Nö. Naja. So, dann stellen wir den hier mal ein. Ja, macht das ruckelt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es so. Naja. Hat auf jeden Fall gerade gespeichert, vielleicht kann es auch daran gelegen haben. Dann machen wir mal Flügen unterstrich F 85 6M. Ja, passt, das nehmen wir so an. So, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich glaube, ich hatte mein Headset auch ein bisschen lauter. An dem kann es natürlich auch gelegen sein. So, was haben wir noch zu arbeiten? Wir müssen noch wir müssen noch dreschen, denn die wunderschönen Felder 80 und 86 brauchen abdreschen, da ist jeweils Sojabohnen drauf. Soweit ich weiß. Und mal hier auch, zack. Voila. Bremse raus. So. Rückwärtsgang. So, passt. Bisschen. Ein Stückchen. Hallo? Ach, und noch ein Eiter. Da haben wir das Ankuppelsymbol. Das passt. So, dann fahren wir gleich mal zum Feld neben unserem Hof oder über unserem Hof. Ah, schon das jetzt noch da oben rum. Der brauche Wachhunden, passt hier ein bisschen auf unseren Hof auf. Dass wir nur gucken, dass ich hier irgendwie rauskomme. Oh, ich habe einen Baum in der Kamera an. So, schnell wieder rum. Ja, das passt. Das war gut. Da sind wir rausgekommen. Mit Schneidwerkzeugen muss ich ganz kurz beim Nachbar hier in die Wiese stellen. So, zack. Können wir den Drescher auch schon mal beginnen aufzuklappen. Ah, da findet auch schon seine erste Bahn. Der Johnny müsste eigentlich dann auch gleich fertig sein. Normalerweise. Also er hängt irgendwie. Ah, da haben wir auch schon das blaue Symbol, die blaue Handschrift. So, hier haben wir kurz den Rückwärtsgang reingemacht. So, hier haben wir dann auch einen wunderschönen Kursus. Ja, ich weiß nicht, ich kann sogar unten im Land haben. So. Dann machen wir mal einmal, wir haben tatsächlich noch gar keinen Kurs für Feld 86. 86, Folgewende zweimal. Vielleicht denke ich einmal. Zack, ja, das passt. Weil zweimal Folgewende, da wäre das ganze Feld dann schon fertig. Mal sinken. Und dann ein bisschen stehen gelassen, egal. So, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, er macht's auch. Dann speichern wir den nochmal ganz kurz. Ups. Dreschen unterstrich F 86. Ja, das passt, das nehmen wir so an. Was hat der Kollege? Ah. Vielleicht steht da ein Johnny im Weg. So. Eigentlich muss er nicht was gepflegt fahren, und mach ich auch nicht. Aber ich mach schon aber ganz kurz, ne? Damit ich hier irgendwie vom Feld runterkomme. Weil ich hätte so oder so über ein Stück gepflegtes fahren müssen, wenn wir schon einmal ringsrum sind. So, ich brauche den eigentlich noch gar nicht aufräumen, weil hier oben hat er eigentlich auch wieder zum Arbeiten.
So, das passt. Da hat der mal hier stehen. Bei dem brauchen wir dann nicht gleich wieder. Da ist er, unser Steier. So, da hole ich gleich mal die zwei Anhänger. Wir brauchen ja irgendeinen zum Abtanken. Ne, da komme ich nicht vorbei. Am Ausland fahren. So. Passt. Vorwärtsgang wieder rein. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal ausprobiert haben, ob wir mit den zwei Hängern bei dieser wunderschönen breiten Einfahrt rauskommen. Aber. Boah, es funktioniert sogar. Ja, okay, es sind Drehschienen, die passen sich ein bisschen besser an. Dann fahren wir mal hier hoch. Oh, da hat ein bisschen was stehen gelassen. Ich werde einfach hier oben parken. Oder da ein bisschen viel stehen gelassen hier. Das geht aber so nicht. So hat er sich stehen gelassen hier. Schon ein bisschen komisch. Naja. So, das passt. Den können wir so stehen lassen. Und dann können wir uns auch gleich mal noch nach einer Mission umgucken, die wir vielleicht später mal nochmal fürs Dreschen machen können, was ganz gut Geld geben würde. Oh, wir haben eine Aufgabe fürs Düngen. 5000 Feld 14. Wo ist denn das Feld 14? Oben. Müssen wir mal gucken. Ballenpressen. Nehmen wir eigentlich nur die, wo ein bisschen mehr Geld geben. Ja, okay, das ist 14.000 fürs Ernten, aber es sind halt wieder Kartoffeln. Das ist wieder so eine langwierige Arbeit. Einmal 5.000 fürs Dreschen. Ja, wir haben dann 80. Waren wir da nicht schon mal? Ne, es war Feld 122, wo wir waren. Na, warst du immer noch 181, ne? Ja, 181. Wo ist die denn? Oh, ich glaube, die ist ein bisschen weiter weg, weil hier ist 110. Da ist sie. Ja. Wäre zu machen, also. Lass ich mir mal. Im Auge, oder merke ich mir einfach mal. Okay, dann war es schon. Also entweder fällt 181 zum Ernten und die zum Düngen. Das wären jetzt eigentlich die zwei Missionen, was ganz gut Geld geben würden und wo wir auch locker machen können. Der Herzgleiter ist an der letzten Bahn, okay. Der Fendt, ah, ist da vorne, ja, der hat schon die Längsbahn angefangen, das ist gut. Oh, hier steht noch eine einzige Maispflanze. Und jetzt ist es umgebietet. Oh, die gute. Und das ist weg. Ah, er macht sauber. Das ist natürlich gut. Oh, ich glaube, wir sollten mal. Nein, warte mal. Wollte eigentlich gerade. Ja, der Ducano. Der lässt uns entladen, wenn du bist eigentlich fertig. Aber, pfuh, na gut. Er kann auch sagen, er ist voll, ist aber nicht, aber, ja mal. So, wir räumen die Restchen hier noch auf, die wo hier noch, wo rumstehen. Da rumstehen noch ein bisschen, da war die Dölle im Boden. Da rumstehen noch ein bisschen mehr. Lass ich noch auf jeden Fall ein bisschen mehr und so mitnehmen. So, da hinten haben wir auch noch mal zwei Ecken. Na, das Feld 100, doch 106, ne, das Feld 86 auch abgedroschen. Ich muss nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, es ruckelt halt einfach ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht wieso. Immer so ganz kleine Ruckel, aber ich weiß,
wüsste jetzt nicht, an was das liegen könnte. Also ich habe eigentlich nebenbei nichts laufen. Ich nehme mal eine kleine Aufnahme ab. Ich hoffe mal, dass die nicht ruckelt, weil ansonsten ist es scheiße, ne? Ah. Dann können wir hier auch gleich schon beginnen, dann den Johnny zu düngen. Der ist leer, der passt. Dann räumen wir den Dash auch nicht. Nee, wir müssen, hier haben wir noch ein Feld. Mit Sojabohnen. Bremsen. Rückwärtsgang. So. Ja, das sieht gut aus. Das kann man so lassen. Drescher klappt man natürlich zu. Umleuchte machen wir natürlich auch an. Ja, wir sind jetzt vom Feld drunten. Ist zwar noch. Oh Gott. Eieieiei. Das war eigentlich nicht gewollt, aber. Da war der Drescher aber ein bisschen übermütig. So, dann nehmen wir einmal die Abkürzung. Ja, ist eigentlich eine Abkürzung. Oh. Jetzt ruckelt sich aber ganz schön. Hab ich so. Na egal. Gucken wir dann nachher an. Oh, bremsen. Man könnte meinen, wenn der Safe Game irgendwie neu geladen, der Shader Cache irgendwie neu geladen werden müsste, aber. So. Ah. Wir sind ja noch nicht allzu lange auf der Map, ne? Oder was heißt auf dem Spielstand auf jeden Fall. Kann sein, dass es deswegen ruckelt. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. So, und ich habe tatsächlich hier, der ein oder andere merkt, ich habe mir hier selber einen Weg angelegt. Weil vorher müssten wir, glaube ich, ganz bis davor fahren und dann weiß ich nicht mal, wo wir da runterkommen würden. Deswegen habe ich einfach hier diesen wunderschönen Weg, den es im 17er auch gab, hier haben wir mal kurz nachgebaut. Normalerweise wäre er ein bisschen weiter vorne runtergegangen. Aber da war tatsächlich ein bisschen zu wenig, da wäre kein Platz gewesen. Und deswegen läuft er jetzt halt da vorne runter. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine gute Abkürzung zu unserem Hof, also ja immer außen rumfahren zu müssen. Für dich auf jeden Fall. So, das schon aufklappen. Dann haben wir unser Schneidwerk dran. Ich war schon ein bisschen minimal in die Flucht gefahren. Ah, ein bisschen umdrehen müssen, aber ging noch. Tut mir leid, wenn ihr ein leichtes Rauschen im Hintergrund hört, aber ich habe jetzt tatsächlich meine Klima hier ein bisschen hochdrehen müssen, weil es ist so warm. Oh Gott, Gott. So, da haben wir eigentlich schon den Kurs für Feld. Ich vergesse jetzt immer ein bisschen Feld 80. Zack, zack. Ja, ob das macht, da passt. Dann holen wir uns zuerst mal den Steier schnell, damit er schon mal einen Abfall am Feld hat. Er wird zwar wahrscheinlich nicht voll werden, oder wird nicht voll, haben wir in der letzten Folge auch schon mal gesehen, wo wir Feld 80 abgedroschen haben, da war ja schon mal Sojabohnen drauf. Und da geht jetzt auch nicht die große Menge runter, also der Drescher wird glaube ich nicht voll werden. Wenn ja, dann wundert es mich, aber mich würde es natürlich dann auch freuen. Dann machen wir die Plane drauf, dann werden wir hier durch den Wald durchfahren. Die Äste hängen ein bisschen tiefer, ich möchte nicht, dass da der ein oder andere Tannenzapfen oder was weiß ich da reinfällt. Wäre nicht ganz so optimal. Deswegen machen wir die Plane drauf, dann kann man nämlich das schon mal vermeiden. Ich muss natürlich auch wieder ein bisschen bremsen, weil ich vergesse die Schlaglöcher hier immer. Oder was heißt Schlaglöcher? Die Wellen. Weil der Boden hier ist ja nicht ganz eben. Gewonnen ist besonders nämlich viele Äste auch, die wo in den Weg reinhängen. So, Auto fährt hier. Doch, da kommt ein LKW. Ich wollte schon gerade sagen, fährt gar kein Auto. So, passt. Dann können wir das erste Mal hier stehen lassen.
Ich störe dann nicht, bitte fahr weiter. Okay, fährt weiter, gut. Dann, da ist der Johnny. Mit dem, wenn wir jetzt die Feld 86er düngen. Ja, aber was war Feld 86, ich hab's mir gemerkt, perfekt. Dann sagt, da machen wir jetzt keinen Kurs, weil das kann man einfach so machen. Das Feld ist so klein, es sind wieder mal zwei, drei Bahnen vielleicht. Und haben wir das. Dann drehen wir einmal. So, eine Rückwärtsgang drin. Zack. Dann tun wir Strahl wieder an. Ja, ein bisschen weiter rüber. Passt. Ja, war doch ein bisschen zu schmal, minimal in der Steuer, aber das Pitzelchen da hinten, das ist nicht so schlimm. So, und wenden wir hier mal, weil dann können wir auch gleich schon zur Feld 80 rüberfahren und da nach dem Dreschen auch gleich mal mit dem Düngerstreuer rüber zu heizen. Oder braucht auch nicht mal allzu lange. 6 Meter, die haben sich schon rentiert, dass ich die gekauft habe. Oder dass wir die gekauft haben, sagen wir so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Vorne mal langsam tun, das war ja noch von vorhin. Dass da ein paar mehr Wellen drin sind im Boden. Drüber die Kuppe hier. Perfekt. Auto kommt keines. Und dann fahren wir hier schnell rüber. Allein müssen wir die Wiese bald kaufen, so oft wie hier reinfahren. So, der Drescher ist am Dreschen. Oh, da hat es auch schon wieder gleich. Er ist am Flügen, braucht noch 4 Minuten 30. Er könnte. Ja, mit, naja, heute wird er wahrscheinlich ganz fertig werden. Ganz kurz gucken, haben wir unsere Wiesen. Wiesen, ja. Unsere Wiesen sind ja schon wieder bereit abgemäht zu werden. Gras. 45, nee, noch nicht ganz, das ist noch im Wachstum. Okay, ist noch im Wachstum, okay. Aber die 31, die 32 und die 42 sind natürlich schon reif. Jetzt halt jetzt eben die Frage. Wollen wir dann schon anfangen oder eher noch ein bisschen warten? Bis 77 und dass wir alle reif sind, dann wir alle mit einem Schwung durchmähen können. Würde ich glaube ich schon sagen. Der Tukanov sagt wieder, er muss entladen werden, wobei er eigentlich fertig ist. Hallo, so. Ja, wenn er aufstellt, macht es trotzdem auch so. Schade. Das einzige, was er dann anmacht, ist der Motor und der bleibt auch an. Aber wenn ich ihn da wieder rausschmeiße, macht er aus. Schneider wieder aus. Passt, sind wir da vorne noch ein bisschen was stehen. Na, ich habe tatsächlich da schon wieder nicht mehr dran gedacht. Aber wir wollten ja den eigentlich dann nochmal auf Ecken scharf stellen, damit er alles schön drischt.
Aber dann gibt es ja wieder Probleme bei Vorgewände oder wenn ein Baum im Weg ist oder sowas. Dann meckert er da wieder rum, dass er nicht wenden kann und ja, er fällt mit Bäumen in der Nähe, ist ein bisschen nicht ganz so praktisch. So, wir sind aber hier tatsächlich auf dem Feld jetzt fertig. Das heißt, wir teilen den Drescher nochmal ab. N. Oh, ist ein bisschen zu weit rüber gefahren. Zack. Ja, die fahren noch ein bisschen anders stehen. Sieht nicht ganz so schön aus. So, jetzt sieht das Ganze viel besser aus. Wie viele Liter sind es denn eigentlich dann insgesamt geworden hier? 6.000, 7.000, 8.000, 8.000, oh, 8.323, das heißt, wir haben gut, so gut wie von jedem Feld 4.000 Liter knapp runter bekommen. Ja, ist eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier ein bisschen suboptimal geparkt, denn wir kommen nicht mal an unsere Schneidwerkzeugen ran. Das heißt, steil ganz kurz auf die Seite fahren, Plane drauf. Dann haben wir ein bisschen vorgefahren. Jetzt ruckelt zum Beispiel momentan nicht. Ich glaube, der muss einfach nur noch laden, das Spiel. So. Einmal drehen. Zack. Zusammenkloppen. Oh. Und zum Abschluss der Folge ist auch perfekt noch der Advent fertig geworden. Denn wir sind auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann am Morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stoppenbach. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Montag. Und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.